Heute versucht der erste Betrüger, sich mit großen Namen im Finanzmarkt zu schmücken. Ich bin der Callcenter Crasher und begrüße euch zum Mittwochsvideo. Die Firma JP Morgan ist heute führend im Investmentbanking, bei Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Kleinunternehmen, im Commercial Banking, in der Abwicklung von Finanztransaktionen und in der Vermögensverwaltung. Natürlich versuchen die Betrüger, den Anschein zu erwecken, zu dieser Firma zu gehören. Nach dem Intro könnt ihr hören, ob man mich überzeugen konnte. Gute Unterhaltung! Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Rotermund. Ja, wer ist da bitte? Grüße Sie, Herr. Mein Name ist Harald Kowalski. Harald Kowalski, Herr Kowalski, was kann ich für Sie tun? Grüße Sie. Ich habe Sie angerufen wegen der Anmeldung, die Sie bei uns getätigt haben über Online-Investitionen und Bitcoin. Eine Anmeldung von 8.5. Ja? Genau. Haben Sie da schon die Verifizierung abgeschlossen oder eine Einzahlung für Ihr Handelskonto getätigt? Ich weiß gar nicht, welche Plattform Sie sind. Das sagt mir aber Wir sind momentan von der nicht. Plattform InvestJPM, JP Morgan. JP Morgan? Da muss ich mal die Webseite aufrufen. Können Sie mir mal Ihre Webseite mal buchstabieren, bitte? InvestJPM.com. PN wie Nordpol oder N wie Martha? Martha, Martha. .com, sagten Sie? Genau, .com. Wüsste ich nicht, dass ich mich da angemeldet hatte. Wann habe ich mich da angemeldet? Die Anmeldung haben Sie durch eine Werbung gemacht oder eine Webseite, die sowas anbieten oder Informationen über Bitcoin oder Online-Trading mitteilen. Wir sind aber das Unternehmen, die sowas sponsorisiert hat, oder wie soll ich das sagen? Was hat sponsorisiert? Was ist das Wort sponsorisiert? Die Werbung, da, also eine bezahlte Werbung, dass man den Kunden zeigt, was man so anbietet. Ja, und welche Werbung war das? Quantum AI. Ah ja, gut, okay. Sagt mir aber auch nichts. Ich guck mal. Möchten Sie mit den Investitionen starten? Ja, erstmal möchte ich ein bisschen was an Informationen haben. Machen wir es ganz kurz. Ich möchte Sie nicht als Kunde eintragen und wir belassen es dabei, ja? Ah, dann sind Sie also ein Betrüger, okay. Gut. Nö, nicht deswegen, aber ich habe keine Lust, jetzt tausendmal zu erklären, weil ich sehe hier die Anrufe von unserem Kollegen, dass sie einfach Spaß gemacht haben. Ich hab nur Also sind Sie ein Betrüger? Ein lustiger Betrüger, ja. Hey, kleiner, dumme, kleine, okay? Dumme Betrüger. Was willst du denn, kleiner, dummer Betrüger? Hä? Was ist los mit dir? Bist du schon am Ende? Mehr kannst du schon nicht? Oh Mann, bist nee, du schlecht. Ganz ehrlich, ich nee, ganz Lust, ehrlich ist ja ein Begriff, erklären. Den du gar nicht kennst. Ganz ehrlich kennst du ja gar nicht. Du bist ja nicht ehrlich. Du bist ein Lügner und Betrüger. Genau. Ich bin ein Betrüger. Was Richtig. Willst du dagegen machen? Was? Nichts, nichts. Ich stelle das Video online, damit von deiner Plattform gewarnt Wie wird. Wie heißt denn deine Seite? Ich werde mich auf deine Seite dann gehen, auf YouTube. Ich werde mich auf deine Seite. Lern doch erstmal ein bisschen Deutsch. Lern doch erstmal ein bisschen Deutsch, wenn du versuchst, Deutsche zu betrügen. Ich spreche genug Deutsch, um deine Mutter zu ficken. Ja, natürlich bist du ein ganz regulärer Betrüger. Natürlich. Was ist los? Jo, moin. Hallo, spreche ich mit Herr Harald bitte? Wen wollen Sie bitte sprechen? Herr Harald Rothermund. Jo, das ist richtig. Okay, Antonio, Giuseppe am Apparat, wie geht's Ihnen heute? Alles gut? Jojo. Super, ich freue mich. Der Grund, lieber Herr, ich rufe Sie an. Um 8.05.2024, um 8 Uhr morgens früh, Sie haben eine Registrierung gemacht. Und eine Meldung hinterlassen über Online-Investitionen. Ist das richtig, bitte? Das kann durchaus sein. Bei welcher Firma sind Sie?
Unsere Firma heißt investjpm.com. InvestJ, ich habe mich auf einigen Firmen angemeldet, deswegen wollte ich ja InvestJPM. Ja, ja genau, aber unsere Werbung haben Sie irgendwo gesehen und haben Sie die Registrierung gemacht? Ja, offensichtlich, sonst würden Sie mich ja nicht anrufen, oder? Okay, und wir bieten Ihnen ein paar Informationen mitzuteilen, weil dazu wir haben auch Angebot. Aber erstens, lieber Herr, Sie brauchen Ihr Konto zu aktiv stellen. Und danach, Sie bekommen einen Bonus von unserer Seite. Als zum Beispiel, es gibt unbegrenzten Betrag zu Ihrem Konto aktiv zu stellen, aber als Mindestes ist 250 Euro. Wenn Sie mit 250 Euro, Sie würden Ihr Konto aktiv stellen, Sie bekommen 125 Euro, dazu einen Bonus. Und das heißt, insgesamt 375 Euro, Sie können starten, Investitionen online. Und ja. Sie haben für 14 Tage als Probezeit, Sie können schauen, sehen, wie es läuft, wie es wird mit Geld verdienen jeden Tag. Wir stellen Ihnen an auch einen Finanzexperte, wo es wird kostenlos bei Ihnen behandelt. Und wenn ich stelle bitte die Frage, haben Sie Erfahrung über Online-Trading? Theoretischer Natur, ja. Okay, das freut mich. Und Sie können mit dem Finanzexperten nach Ihrem Konto aktiv zu stellen und Sie würden mehr weiter personalische Informationen. Ich bin da nur für Informationen für Ihre Konto aktiv zu stellen, lieber Herr. Was sind denn personalische Informationen? Also zum Beispiel, wie Sie würden teilen Ihre Geld mit den Online-Investitionen zu starten. Wie es wird die Preise, zum Beispiel, es wird Preise billiger, Sie kaufen billiger, Sie verkaufen teuer. Das ist für sich mit den Finanzexperten. Es wird behandelt mit Ihnen, es wird beibringen alles, wie es geht und wie es läuft, am Geld zu verdienen. So, nur ich bin dafür hin, nur zu Ihrem Konto aktiv stellen. Ja, darf ich jetzt auch mal was sagen? Ja, bitte. Wie heißt Ihre Plattform? Dann schaue ich mir die nochmal an. Ja, Invest. Invest. Und weiter? Hallo? Guten Tag, Herr Hunter. Guten Tag, Herr Hunter. Stefan Kunz am Apparat von CompuCapitals. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Herr Hunter, mein Anruf hat folgendes Anliegen. Und zwar haben Sie sich in jüngerer Vergangenheit über eine AI-Trading-Plattform registriert. Und da wollte ich Sie fragen, Sie werden hier bei mir als offener Status angezeigt. Was ist denn da der aktuelle Stand der Dinge bei Ihnen? Ich weiß ja gar nicht, um welche Plattform handelt es sich denn überhaupt? Das haben Sie ja noch nicht gesagt. Um die Plattform Immediate Momentum handelt es sich, Herr ja, Hunter. Ich denke mal, dass ich da zu wenig Informationen gefunden habe. Sie können mir Ihre Plattform nochmal nennen, dann gehe ich nochmal auf diese Webseite. Meine Plattform ist CompuCapitals, aber welche Informationen fehlen Ihnen denn? Ja, Sie haben sich ja gar nicht bei uns registriert, Sie haben sich über eine Vermittlerplattform registriert. Ja, eben. Da habe ich zu wenig Informationen bekommen. Okay, und welche Informationen fehlen Ihnen denn, Herr Hunter, genau? Ja, dazu müsste ich dann erstmal auf Ihre Webseite schauen. Dann kann ich das sicherlich sagen. Okay, gehen Sie bitte auf CompuCapitals.com. Können Sie es buchstabieren? Cäsar Heinrich Otto Martin. Cäsar Heinrich Otto Martin. Cäsar Anton Peter Ida. Nicht so schnell, Theodor. Wollen Sie es noch schneller machen? Da bin ich gar nicht. Also. Also ich bin jetzt beim A. C-A, weiter. Okay, P wie Peter. Ja. I wie Ida. Ja. Theodor. Ja. Anton. Ja. Ludwig. Ja. Siegfried. Siegfried. Und weiter? Dann ein Punkt dahinter und ein Komm dahinter. Also Cäsar Automata. Cäsar Heinrich Automata, Herr Hunter. Cäsar Heinrich Automata? Genau, CompuCapitals. Nein, .com oder .com? Was ist hin nach dem Punkt?
Herr Hunter. Ja, Herr Betrüger, Herr Betrüger. Soweit müssen Sie doch selber denken. Wie bitte? Wie haben Sie mich genannt? Herr Betrüger nannte ich Sie. Warum nennen Sie mich Herr Betrüger? Kennen Sie mich? Och, nee, aber ich bin sicher, dass Sie ein Betrüger sind. Herr Hunter, ich tue lediglich meinen Job. Ja, ich weiß, Ihr Job ist Betrügen, richtig. Nein, mein Job ist nicht Betrügen. Sie haben sich auf eine Vermittlerplattform registriert. Sie ja, und? Vermittlerplattform, Sie haben sich selber Ihre Daten da eingegeben. Die vermittelt Ihre Daten an viele Unternehmen. Ja, eben, und das ist schon illegal. Und wir rufen... Das ist illegal? Richtig. Dann müssen Sie, bevor Sie sich registrieren... Nein, ich habe mich ja absichtlich registriert, damit Betrüger mich anrufen. Ja, klappt doch hervorragend. Okay. Damit Betrüger Sie anrufen. Und was haben Sie davon? Ja, ich kann diese... So langweilig? Nein, ganz und gar nicht. Ich kann schön vor dem Plattform... Ja, genau. Sie reden dauert dazwischen. Wollen Sie jetzt Antworten haben? Nein, ja. Sie wollen gar keine Antworten haben. Warum fragen Sie dann was überhaupt? Soll ich soll Antworten von Ihnen. Sie haben doch gerade gefragt. Sie haben doch gerade gefragt. Also, ja, ich weiß, Sie wollen ja betrügen. Das ist mir ja schon klar. Das ist mir ja klar. Doch, das ist doch schon völlig klar. Das ist doch schon völlig klar. Das weiß ich doch schon. Das weiß ich doch schon. Ach, kleiner dummer Betrüger. Genau. Ja. Und? Hast du noch was zu sagen? Bist du schon fertig? Für mehr reicht's nicht? Ja, es reicht nicht für mehr. Hallo? Hallo. Hallo. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Sammenströmen? Ja, das ist richtig. Okay, sehr gut. Mein Name ist Philipp Hanke und ich rufe Sie vom FNX, weil Sie haben bei uns einen Handelsroboter gerade registriert. Stimmt das? Ja, das stimmt, ja. Okay, gut. Herr Sammenströmen, ich bin zuständig, Ihnen zu helfen, Ihre Account zu aktivieren. Haben Sie erstmal irgendwelche Fragen an mich? Ja, ich habe da so einiges. Ich habe ja versucht, irgendwie Geld einzuzahlen, aber das funktioniert ja irgendwie nicht. Wie genau funktioniert denn das bei Ihnen und was kann man bei Ihnen verdienen? Also, von unserer Plattform können Sie die Überweisung nicht machen. Ich schicke Ihnen entweder unsere Überweisungsdaten per E-Mail oder einen Link für die Kreditkarte. Nee, ich habe keine Kreditkarte, ich habe nur ein Bankkonto. Aha, okay. Moment, ich werde jetzt unsere Daten vom Finanzabteil bekommen. Kurz Moment bitte. Ja. So. Haben Sie sonst bis jetzt Erfahrung am Finanzmarkt gehabt? Nee, nur angelesen. Okay. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben viele Kunden bei uns ohne Erfahrung. Deswegen bitten wir unsere Handelsroboter, weil alles ist voll automatisiert und selber müssen Sie bei uns überhaupt nicht traden. Ach, das macht alles der Handelsroboter. Wie funktioniert denn der? Richtig, ja. Wie gesagt, alles macht die Roboter. Der handelt mit meinem Geld. Ja, also nicht mit der ganzen Summe, mit einem Teil von der Summe. Das werden Sie später mit unserem Finanzexperten mehr besprechen. Er wird mit einem Teil von der Summe handeln. Und Sie werden alles, was er macht, in unsere Plattform beobachten. Sie werden Ihren Account kontrollieren, aber mehr müssen Sie nicht machen. Sie bekommen, wie gesagt, einen Finanzexpert, das ist eine Person mit langfristiger Erfahrung im Finanzmarkt und er wird für Sie immer dabei sein, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Und mit was wird denn bei Ihrer Plattform gehandelt? Also mit Bitcoin, Rohstoffe, Aktien, alles, was im Finanzmarkt gibt. Nicht nur mit Bitcoin zum Beispiel. Ja, aber der Bitcoin, der ist doch ganz hoch gerade. Das macht doch wenig Sinn, jetzt Bitcoin zu kaufen, wenn er ganz oben ist im Preis.
Ja, deswegen sage ich, er kann mit alles handeln, nicht nur mit Bitcoin. Ach so. Gut, und was kann ich bei Ihnen so durchschnittlich als Durchschnittsverdienst verdienen in Prozenten? Also natürlich mit 250 Euro werden Sie kein Millionär sein, aber trotzdem, das kann für Sie so wie ein zweites Einkommen sein. Und naja, das Ja, wie wird viel Prozent denn? pro Tag können Sie 10, $20 mehr oder weniger. Aber wie gesagt, diese Finanzplan werden Sie mit Finanzexperten machen. Ja, das wollte ich eigentlich vorher wissen, bevor ich irgendwo Ja, ein. das sage ich. Sie werden zwischen 10 und $20 pro Tag machen. Pro Tag. Das heißt im Monat Im Monat, also zwischen 30 300 und Tage. 600 Dollar, richtig? Ja, circa sowas, ja. Ja. Und Sie können bei uns natürlich ausprobieren, ein paar Wochen. Wenn das läuft gut für Sie, dann natürlich werden Sie weitermachen. Wenn etwas gefällt Ihnen nicht, wenn die Gewinn zum Beispiel für Sie zu wenig, dann können Sie jederzeit das Geld auszahlen lassen. Entweder kleinen Betrag von die Summe oder die ganze, das wird schon Ihre Entscheidung. So, ich habe gerade die E-Mail an Sie gesendet mit Informationen und unsere Überweisungsdaten. Können Sie Ja. bitte nachschauen, ob Sie meine E-Mail bekommen haben? Habe ich tatsächlich bekommen. Wo sitzt denn Ihre Firma überhaupt? Also die Hauptsitz ist in England. Ja, weil Sie eine litauische Bank haben. Warum denn das? Haben Sie keine englische Ja, Bank? haben wir natürlich, aber wegen Steuer, wir benutzen also Welche für die anderen. Steuer denn? Das ist für uns. Ihre Steuer. Wir zahlen weniger Steuer mit der ausländischen Bank. Ja, aber die Steuern wird sie doch erst dann bezahlen, wenn sie Gewinne erwirtschaften. Und die muss ich ja dann zahlen und nicht sie. Ich muss ja hier beim Ja, aber Finanzamt das angeben. Sie zahlen nur, wenn Sie etwas auszahlen. Aber für die kleine Summe natürlich werden Sie nicht zahlen. Sie werden Steuer zahlen, zum Beispiel wenn pro Jahr, das ist über 12.000, 15.000 Euro. Nur Ja gut, dann aber werden Sie. das hat ja nichts mit ihrer Steuer zu tun. Weswegen haben Sie dann Ja, ein aber. litauisches Konto? Das verstehe ich nicht. Ja, aber trotzdem, wir müssen etwas Jährliches auch Steuer zahlen. In welcher Höhe bitte? In Weil. Prozenten? Wie viel Steuer müssen Sie da zahlen? Also, das können Sie mit Finanzexperten sprechen. Wie gesagt, meine Aufgabe ist nur, die Account zu Ja, dann aktivieren. geben Sie mir mal bitte den Genau Finanzexperten. wie viel Steuer, so das ist. Also von Ihnen meinen Sie, oder wie? Nein, von Ihnen. Ja, Sie aber das sagen, ist. Ihr Hauptsitz ist in England und Sie haben eine Bank in Ja. Litauen. Ja. Ja, da möchte ich bitte, welche Art Steuern müssen Sie denn bezahlen? Wir haben in England mehr Steuer. Also Steuer in England ist Ja, welche hoch. Also Steuer denn? Welche Steuer? für die Gewinnsteuer, also. Die Gewinnsteuer. Die Gewinnsteuer muss ich doch Ja. abtreten. Ja, aber wir als Unternehmen zahlen wir auch. Leider. Sie bezahlen Gewinnsteuer für mich. Für Sie, das ist kontra von was für eine große Summe werden Sie auszahlen? Ich muss auf jede Summe, die ich in Deutschland, die ich habe, die ich verdiene, muss ich in Deutschland beim Finanzamt Steuern zahlen. Und nicht Sie. Auch 1000 Euro, wenn Sie ausziehen, oder wie? Ich muss für jede Summe, die ich verdiene, muss ich Steuern zahlen. Für jede Summe. Und sei es nur ein Cent. Da muss ich beim Finanzamt meine Steuer bezahlen. Das hat ja nichts mit Ihrer Steuer zu tun. Okay, ja, das ist klar, ja. Ja, und welche Steuer müssen Sie denn jetzt zahlen? Das interessiert mich. In Prozent, wie viel Steuer müssen Sie bezahlen? Also wir müssen mit dieser Bank zahlen wir 10, 15%, also nicht mehr. Zwischen 10 und 15. Und in England, wie viel bezahlen Sie da?
Ah, dort ist 40%, also. 40% Steuern? Ja. Das bezweifle ich, aber das ist. Ja, sehr deswegen. Das bezweifle ich aber ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass Sie 40% Gewinnsteuer machen, zahlen müssen. An wen zahlen Sie denn das, die Steuer? Also, wo zahlen wir unsere Steuer? Also, an wen? Genau, an wen? Das ist nicht zu tun mit unserer Sache, was wir jetzt sprechen. Diese Information darf ich nicht sagen. Ach, das dürfen Sie nicht sagen, an wen Sie Steuern zahlen müssen? Ja. Okay. Sie zahlen ja nicht in England die Steuern, ja, aber ich zahlen nur in Deutschland. Ja, aber ich möchte gerne wissen, mein Geld wird doch bei Ihnen gehandelt. Auf meinem Handelskonto bei Ihnen, bei Ihrer Firma. Ja, ja. Und da müssen Sie doch meinen Gewinn doch nicht versteuern. Das macht später, wie gesagt, die Finanzexperten. Ja, dann geben Sie mir bitte mal den Finanzexperten. Das geht leider nicht so. Also, zuerst, Sie müssen meine E-Mail lesen. Die habe ich gerade gelesen. Die Überweisungsdaten. Okay. Nach dem Überweisung, Sie müssen an mich ein E-Mail schicken. Wieso? Also ein Foto von den Zahlungsbeleg, Sie müssen an mich senden. Warum weil das? Mit Foto, wir können die... Ja, ich erkläre jetzt. Gut, erklären mit Foto, Sie mal. Mit Foto, wir können die Zahlung sehr schnell überprüfen. Brauchen wir nur ein paar Minuten. Ja, da brauchen Sie ohne ja nur auf Ihren Kontoauszug zu gucken. Ja, genau. Ja, aber das sehen Sie doch auf dem Kontoauszug. Das kommt nicht gleich, deswegen brauchen wir ein Foto. Nee. Wenn wir ein Foto haben, dann bis 5 Minuten können wir das machen. Wenn ich eine ohne Foto kann es bis zum 3 Tage dauern. Nee, wenn ich eine Sofortüberweisung mache, dann ist das Geld sofort bei Ihnen auf dem Konto. Ja, aber nur wenn das Sofortüberweisung ist. Wenn ja, nicht, richtig, genau. Da brauche ich also, wenn ich eine Sofortüberweisung mache, da brauche ich also kein Foto schicken. Habe ich das richtig verstanden? Ja, und dann wir warten, bis zum das Geld kommen. Wenn das kommen, dann ich melde mich bei Ihnen. Ich werde ein paar Fragen an Sie stellen als unsere neue Kunde. Wir haben eine kleine Umfrage. Und dann, Sie sagen für mich, wann Sie Freizeit haben. Dann meldet sich die Finanzexpert bei Ihnen und er wird für Sie alles machen. Die Roboter starten, alles erklären. Über die Plattform, Steuer, wie funktioniert die Roboter, mit wie viel Geld möchten Sie Roboter arbeiten und so weiter. Sie sagten, Ihr Hauptsitz ist in England. Wo denn in England genau? In London. In London, okay. Dann sind Sie ja als Sie sind ja ein Finanzdienstleister, richtig? Na, ich nicht. Ihre Firma, Sie vertreten ja Ihre Firma. Ja. Ihre Firma ist also ein Finanzdienstleister, richtig oder nicht? Ja, richtig. Okay, ein Finanzdienstleister muss ja irgendwo reguliert sein. Wo ist Ihre Firma denn reguliert? Alles können Sie in meiner E-Mail in die Webseite nachschauen. Nee, sehe ich ja gerade nicht. Das ist ja das Problem. Da steht nicht drauf, wo Sie reguliert werden. Wo steht denn das? Moment, Sie bekommen gleich die E-Mail von mir. Natürlich habe ich keine E-Mail bekommen. Wieder einmal ein Betrüger, der komplett unvorbereitet in seinen Betrugsversuch startet, merkt, dass er mich nicht so einfach abzocken kann und dann sang- und klanglos aus dem Anruf flüchtet. Eigentlich schon fast normal, wenn mich Betrüger anrufen. Ihr zumindest wisst, was ihr machen solltet, wenn euch ein solcher Anruf erreicht. Einfach auflegen. In jedem Fall danke ich euch fürs Dabeisein und wünsche euch eine schöne Restwoche. Am Sonntag geht's weiter mit einem neuen Video und bis dahin bleibt aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.